Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Teddy Haul auf meinem Kanal. Ich war mit meinem Kleinen im Teddy gewesen und was ich da so eingekauft habe, zeige ich euch jetzt, weil im Teddy ist es immer so, auch wenn man jetzt nicht sucht, ist es bei mir so, finde ich immer irgendetwas, was ich gerne mitnehmen möchte. Und hier habe ich einmal diese Tasche, die hat 5 Euro gekostet. Irgendwie habe ich die dort in der Sommerabteilung entdeckt. Ja, und ich finde die richtig schön. Da konnte ich direkt auch meinen Einkauf da so reintun. Die hat auch so eine tolle Größe und auch mit diesem Design finde ich auch richtig schön. Passt auch super gut zum Sommer. Hier hat sie noch eine Tasche. Hier, also so drumherum so ein bisschen. Dann ist das hier so rund. Und schaut mal, hier innen drin ist das so mit diesem Thermo. Das heißt, da kann man auch gut Sachen reintun, wenn man was kühlen möchte. Oder wenn ihr zum Beispiel einkaufen geht im Sommer und ja, gefrorene Sachen kauft und ihr unterwegs seid zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, damit das jetzt ja nicht schmilzt. Da habt ihr noch mal so einen Schutz oder wenn ihr ein Picknick macht oder einen Ausflug. Und ich fand die so ganz toll, die musste dann einfach mit. Ja, und dann habe ich so verschiedene Sachen gekauft. Einmal habe ich diesen Panda-Bären. Den habe ich für eine Ü-Post gekauft. Ich fand den so ganz schön. Den habe ich. Und dann habe ich für die Ü-Post auch noch mal dieses Wasserspiel. Das ist so eine Art Xbox. Hier hat man so zwei rosafarbene Knöpfe. Wenn man da so drauf drückt mit beiden Händen, dann sind da innen drin im Wasser so kleine Ringe. Und die muss man dann hier auf so kleine Stäbe draufkriegen. Das ist dann so ein Spiel. Ich finde das so ganz hübsch. Da gab es auch so verschiedene Designs. Dann gab es einmal so eine riesengroße Kiste mit 10-Cent-Artikeln, 50 Cent, 55 Cent. Und da gab es dann einmal diesen Luftballon, aber jetzt ohne Stab. Da hat sie mir 55 Cent berechnet. Den fand ich ja schon mal ganz toll, als ich dort mal war, aber den habe ich mir da nicht mitgenommen. Damals gab es den für 1,50 € und ich habe ja noch so welche Stäbe und für den Geburtstag für meinen Kleinen, weil in diesem Design möchte ich das gerne machen mit so einer Löwenparty, mit so wilden Tieren auch. Ja, deswegen habe ich mich gefreut, als ich den dort gesehen habe. Dann habe ich den gleich mitgenommen. Dann habe ich dieses hier entdeckt. Das ist so eine Girlande. 2 Euro, 2 Meter. Einmal schaut mal dieses Design. Das ist so aus. Ich weiß gar nicht, aus welchem Material. Also erstmal hat man dieses Design und wenn man umdreht, dieses hier. Also ich habe hier einen kleinen Jungen, aber ich fand das so cool. Schaut mal, so sieht das denn aus, wenn man sich das aufhängt, so mit Katzen. Richtig süß. Ich könnte mir das auch richtig toll vorstellen, bei einer Candy Bar oder so, sowas aufzuhängen. Also ich fand, ich konnte nicht anders. Ich fand das so goldig. Das hat ja hier auch so rosa und so. Scheint neu zu sein. Also beim Teddy liebe ich auch diese ganze Partyabteilung dort mit diesen ganzen verschiedenen Sachen. Da habe ich dann auch noch diesen Folienballon. 45 cm mit diesem hier. Ich wollte ja nächstes Jahr eine Sommerparty machen in diesem Design, so eine tropische Party. Da passt ja auch dieses hier, diese Tasche auch voll dazu. Da habe ich für 1 € diesen Ballon gekauft. Und was ich hier so ganz toll finde, bei diesen Ballons, da ist auch immer so ein Strohhalm dabei. Dann kann man das aufpusten. Also da kann dann auch nicht nur Helium rein, sondern ganz normale Luft auch. Und ich meine, hier oben ist dann auch noch mal so eine Schlaufe. Dann könnt ihr quasi den Ballon mit einer Schlaufe auch hier so oben aufbinden. Weil ich wollte nämlich für meine Schwester zum Geburtstag, wollte ich ihr nämlich 2 Heliumballons auch kaufen. Und ich habe das aber nicht mehr geschafft. Also weil ich hatte so viel Gepäck und so mit dem Geschenk auch. Da konnte ich keine Ballons mehr kaufen, weil ich ja mit Straßenbahn unterwegs war, mit Zug und mit Bus und mit dem Umsteigen. Und dann wäre mir das zu viel geworden. Und da hatte ich dann einfach einen Ballon mit. Und dann habe ich den zu Hause da einfach aufgepumpt. Und meine Schwester hat den sogar aufgehangen. Also das ist auch eine gute Alternative. Also wenn ihr unterwegs seid
und irgendwo hinfahrt zum Geburtstag und ihr kein Helium habt, dann könnt ihr den einfach mit einer Luftpumpe aufpusten. Da ist auch immer so ein Strohhalm dabei. Und ich meine, hier oben ist dann auch immer noch so ein, ja, so ein Loch. Also so, das kann ich euch mal zeigen. Wir können das mal zusammen aufmachen. Das ist nämlich so ganz gut, dass ich das jetzt einfach aufgemacht habe, um euch das einfach zu zeigen. Also falls ihr da auch Interesse habt an solchen Ballons. Also das ist jetzt nicht nur für Helium, wenn ihr zum Beispiel kein Helium habt. Also das ist, was ich meinte. Hier hat der Ballon, das ist der nämlich, hier unten hat er nämlich auch so ein Loch. Wenn ihr mit dem Helium, sag ich mal, dem Luftballon aufpustet, dann würde der natürlich einfach so fliegen. Also hochkant. Und aber wenn ihr normale Luft habt, dann würde das gar nicht funktionieren. Dann würde der gar nicht so halten von alleine. Deswegen sind hier und hier dann einfach auch nochmal solche Löcher, wo ihr einfach ein Band drumher, also dran machen könnt. Und dann könnt ihr den einfach hochkant aufhängen, ohne Helium. Also ihr könnt das dann nämlich selber aussuchen, wie ihr das wollt. Und das finde ich einfach ganz toll. Gerade wenn ihr zum Beispiel irgendwie irgendwo weiter weg zum Geburtstag fahrt und ihr habt kein Helium mit und das ist ein bisschen schwierig wegen eurem Gepäck, dann finde ich das echt ideal, sage ich mal. Auch gerade wenn ihr zum Beispiel im Urlaub fahrt und ihr wollt da zum Beispiel den Geburtstag feiern von einem Familienmitglied. Und dann könnt ihr das ganz einfach machen. Ihr braucht nur eine Luftpumpe und ihr braucht irgendwie hier, habt ihr den Strohhalm, den packt ihr dann hier so rein. Und mit der Luftpumpe dann irgendwie hier so, manchmal geht das auch, wenn ihr so einen Kulliverschluss habt. Und dann könnt ihr den aufpusten und dann ist es echt ideal. Und dann hier hat man dann, das ist dann nochmal so Geschenkband, das ist so Kräuselband. Also dann kann man das hier so runter machen. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz gut. Und dann habt ihr so einen schönen Ballon. Also ich wollte euch das jetzt nur einmal so zeigen. Also ich bin da echt begeistert von, weil ich habe nämlich nicht so eine Heliumflasche. Und das ist auch echt guter Tipp von mir, wenn ihr, sage ich mal, irgendwo eingeladen seid oder unterwegs oder so. Bei mir war das einfach so, ich wollte gerne so einen Heliumballon oder auch zwei verschenken. Und ja, ich hatte einfach zu viel Gepäck und dann das Geschenk von meiner Schwester war schon so schwer. Und es passte unten drunter unter den Kinderwagen gar nicht mehr. Und dann war das ein bisschen schwierig, auch mit Heliumballons auch noch. Ich wollte eigentlich zwei kaufen, aber dann hatte ich ja einen. Auf jeden Fall, ja, das habe ich einfach. Ich finde das auch immer gut, wenn man sowas mal zu Hause hat, wenn man mal einen Geburtstag oder so hat, dann kann man eigentlich immer so einen Ballon auch immer gut mitverschenken. Also deswegen finde ich das eigentlich so immer ganz schön. Dann habe ich einmal so einen Ballon, das ist 77 cm lang, das ist so mit Paw Patrol für 2 Euro, Party steht da drauf für mein Kleinen. So sieht das dann im Groß aus, also hier seht ihr das nochmal besser, das Design. Für den Kindergeburtstag, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt für den ersten Geburtstag oder für den zweiten oder dritten, mal schauen, was er da so für Interessen hat. Ja, habe ich dann einfach das mal mitgenommen. Dann habe ich aus der Partyabteilung habe ich noch ja, dieses hier, Luftschlangen für den Kindergeburtstag für meinen Kleinen, für Tischdeko, sage ich mal. Die habe ich dann mitgenommen. Dann habe ich aus der Bastelabteilung da habe ich diese hier Bastelverzierung für 1 Euro. Da waren diese Katzen. Die fand ich so ganz hübsch. Da sind so 6 Stück drin. Ich mag ja gerne Katzen. Kann man auch so schön fürs Basteln nehmen. Ja. Die mussten dann einmal mit. So hin und wieder nehme ich mir so das ein oder andere Mal mit. Ja, dann habe ich in der maritimen Ecke, sage ich mal, wo so verschiedene Sachen, also falls ihr so gerne maritime Meeressachen mögt, da findet ihr im Teddy auch immer eine große Auswahl. Also derzeit haben die auch noch ganz viel. Und da habe ich dann für jeweils 1,50 Euro so Seesterne, so Muscheln und so Seepferdchen gekauft. Das ist so eine Streudeko, da sind immer jeweils 4 Stück drin. Und ich habe die gesehen, die sollen für die Taufe sein von meinem Kleinen. Ich weiß noch nicht, also nächstes Jahr möchte ich gerne meinen Kleinen taufen lassen.
Und das möchte ich dann so ein bisschen maritim gestalten. Und ja. Ja, ich weiß ja noch nicht so genau, ob wir eine Traufe machen oder nur eine einfache Taufe, also ohne Traufe, ohne Hochzeit. Also deswegen, ich fand das aber trotzdem so toll für die Tischdeko, sage ich, und die Tischdeko für Buffet oder Tischdeko so. Fand ich das so ganz schön und dann konnte ich das nicht da lassen, dann habe ich das mitgenommen. Weil was man hat, das hat man schon, weil manchmal, also bei mir ist das zum Beispiel so beim Einkaufen, gerade beim Teddy, ich sehe dann oft da so Sachen und dann habe ich direkt schon immer so eine Idee, wie ich das machen möchte damit. Und dann kommen immer so Geistesblitze, so zack, 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 ich sehe, was ich daraus machen kann oder machen möchte oder wie ich das für die Deko einbinden kann. Und ja, dann kann ich nicht anders, dann muss ich das unbedingt mitnehmen. Und ich finde, wenn man, was man hat, das hat man ja dann schon. Ich habe im Wollwort habe ich auch was schon gekauft für so, was ich fürs Buffet nehmen möchte, also auch für die Deko, habe ich auch schon gekauft. Ja, dann habe ich in der Halloween-Abteilung gibt es so neue Sticker. Die hatten so verschiedene, also das ist ja auch wieder so eine Stickerbögen, die hatten mehrere. Die hatten da auch so mit Kürbissen noch ein und dann noch eine weitere Variante. Ich glaube, die hatten so fünf verschiedene. Da habe ich mir aber nur diesen hier mitgenommen. Den hatte ich und dann noch die Fledermäuse. Die sind auch so leicht puffy, also puffy. So leicht erhaben. Die fand ich so ganz schön. Also, die habe ich mir dann mitgenommen. Ja, und dann habe ich in der Haushaltsabteilung, da gab es dann diese Boxen. Kitchen French steht da drauf, also die sollen für die Küche sein, 2 Euro. 330 Milliliter. Und hier hinten sind so Sterne so drauf, mit so einem Verschluss. Ja, das sind diese Maße, die könnt ihr hier so sehen. Und die hatten so verschiedene, die hatten auch welche, die waren so ein bisschen höher gewesen. Also gerade die Bastler unter euch, die können das bestimmt gut gebrauchen. Die hatten auch noch so andere, die wollte ich auch erst mitnehmen für 2 Euro. Da kann man auch ganz viel, so, ja, so Schüttelteile reintun oder so. Man hat ja immer so Kleinteile. Da ist das immer ganz gut, wenn man sowas hat zum Aufbewahren. Und ich habe mir das gedacht, dass ich das einfach in die Küche tun möchte, weil man hat jetzt zum Beispiel so Gummibänder oder man hat so Partypicker oder sowas, was man dann da so reintun kann. Das war so eigentlich so meine Idee, dass ich das da so reintun möchte. Dann kann man das später so in den Küchenschrank reintun. Man kann das auch so gut dann noch so stapeln und dann so einen Schrank, eine Schublade so, dachte fürs Haus. Dann ist es direkt gleich ordentlich. Also zum Beispiel so, man hat ja manchmal so diese Gummibänder. Das war so meine Idee, dass ich die da so reintue. Man hat ja immer so kleinen Kram für die Küche, sage ich mal. Das habe ich da mitgenommen. Und ja, jetzt kommen wir eigentlich auch schon zu einem Teil. Das ist dieses hier. Das sind einmal so Airphones, also so Kopfhörer. Die haben nur 2 Euro gekostet, weil immer, wenn ich im Action bin und da gucke, dann sind die dann immer so, ja, teurer. Es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wie viel man dafür ausgeben möchte, weil ich höre sehr viel über Kopfhörer, sage ich mal. Zum Beispiel auch gerade abends, wenn ich mich zum Beispiel nochmal hinlege, dann höre ich mir zum Beispiel eine Meditation zum Beispiel an oder ich gucke nochmal ein Video, bevor ich schlafe oder so. Und dann schläft mein Kleiner und dann möchte ich nicht, dass er dann das dann noch hört oder so, dass er ungestört schlafen kann. Und dann mache ich das dann meistens so, dass ich nur mit einem Ohr dann einen Kopfhörer rein tue oder ich gucke da noch irgendwie was bei Netflix. Und dann habe ich. Ich gucke das meistens hier alles übers Handy. Und ja, deswegen wollte ich mal neue Kopfhörer haben. Dann fielen mir diese hier einfach so ja, ins Auge. Die hat, ich weiß gar nicht, ob die da noch mehrere Designs hatten, aber dann habe ich diese hier mitgenommen. Ja, das habe ich. Das war so mein Einkauf gewesen, was ich so im Teddy gefunden habe. Und
Ja, ich habe aber noch was, das vermisse ich gerade. Ich weiß gar nicht, wo das hingekommen ist. Weil das hatte ich nämlich auch gekauft für 55 Cent. Das war eigentlich, war das hier auch drin. Weil ich habe das eigentlich nicht weggepackt. Ich hatte nämlich einen Aschenbecher gekauft für 55 Cent, einen aus Glas, weil den wollte ich nämlich hinter unserem Haus haben wir so einen Tisch mit einer Hollywood-Schaukel und die ganzen Handwerker, manche machen davon ja auch Mittagspause dort und ich habe gesehen, dass dort draußen ganz viele Zigarettenkippen auch immer so auf dem Boden liegen. Das fand ich nicht so schön, als ich letztens da war. Und deswegen habe ich einen Aschenbecher gekauft und den wollte ich da auf den Tisch stellen, damit die dann auch sehen, dass sie dort ihre Kippen da reintun können. Vielleicht verleitet das ja dann auch mehr, dass sie dort ihre Kippen dann hintun. So war mein Gedanke. Und den habe ich gekauft und ich weiß jetzt gar nicht, wo der ist. Ich hoffe, ich habe den jetzt nicht irgendwie da jetzt auf dem Tisch gelassen oder so beim Einkaufen. Weil manchmal verpackt man ja die Sachen, aber eigentlich habe ich den ja hier reingetan. Ich muss mal gucken, wo der ist. Den müsste ich dann mal suchen, weil wenn wir zum Haus fahren, dann wollte ich den nämlich mitnehmen. Ja, das war jetzt auf jeden Fall mein Einkauf gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen inspirieren und ein bisschen zeigen, was ich dort so gekauft habe oder gefunden habe. Das sind jetzt nur so Kleinigkeiten. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und ich hoffe, wir sehen uns bald in einem neuen Video. Tschüss, ihr Lieben.